Es gibt einen satanischen Trick, eine satanische Einflüsterung. Also es gibt viele satanische Einflüsterungen. Also dieses Waswas, Waswisufisudurines, also derjenige, der Satan, der in die Herzen der Menschen einflüstert, gibt viele. Aber eine sehr berühmte von diesen Waswasa, von diesen Einflüsterungen ist, dass er einem Menschen einflüstert: Allah wird dir nicht vergeben. Guck mal, was du schlecht bist. Guck mal, was du alles getan hast. Guck mal deine Taten an und versuch den Menschen so, und das ist eigentlich eine Eigenschaft auch der Ungläubigen, dass du an der Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes zweifelst. Und so versucht er den Menschen davon abzubringen, wieder auf den geraden Weg zu kommen. Weil der Satan sagt zu ihm: Du schaffst das sowieso nicht. Ach, guck mal, du hast eine Freundin. Wie kannst du anfangen zu beten? Wenn du das jetzt machst, du wirst das nie schaffen. Und das ist etwas, was sehr berühmt ist und was einige Leute haben. Sie denken, weil sie etwas gemacht haben, sie können nicht mehr, sie schaffen es nicht mehr. Und das ist ein großer Fehler. Und an dieser Verse, an dieser Stelle muss man einen Koranvers nennen, wo Allah sagt: Kul, sprich, ja Ibadi, o meine Diener, ja Ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, innahu huwal ghafuru rahim. O meine Diener, die ihr euch selber maßlos gegen euch, eure Seelen wahrt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Allah vergibt alle Sünden. Wahrlich, er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Diesen Vers, den muss man sich, wenn man eine Sünde gemacht hat, und der Satan kommt zu einem und sagt: Allah wird dir nie verzeihen, mach was du willst, nützt sowieso alles nichts. Da muss sich derjenige, der dies hat, muss sich diesen Vers richtig vorstellen und richtig vor Augen führen und richtig daran erinnern. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. O meine Diener, die ihr selber eure Sünden, also gegen eure Sünden euch vergeben habt, vergangen habt oder maßlos gegen eure Seelen wart, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Denn warum? Allah vergibt alle Sünden. Und dann sagt er: Wahrlich, Allah, und nennt zwei Namen, und jeder Name hat auch eine Eigenschaft: Innahu huwal ghafuru ar-Rahim. Er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Der Prophet aus dem Bericht, unserem Hadith, dass Allah die Menschen, wenn die keine Sünden machen würden, er würde die auslöschen und würde mit einer neuen Schöpfung ersetzen. Und diese neue Schöpfung würde Sünden begehen und er würde ihnen verzeihen. Das heißt, der Mensch macht Fehler. Aber wer sind die Besten, die Fehler begehen? Der Prophet Sassam sagt sinngemäß, oder hat sinngemäß gesagt: Alle Söhne Adams machen Fehler und die Besten, die Fehler begehen, sind diejenigen, die Toba machen. Was ist Toba? Derjenige hat den Fehler gemacht. Er bereut das innerlich. Er sagt: Subhanallah, Allah, du hast mir diese Gaben gegeben. Allah, ich liebe dich über alles. Ich habe diese Sünde gemacht. Ich habe mir selber Unrecht zugefügt. Warum mache ich diese Sünde? Er bereut das. Was macht er als nächstes? Er bittet Allah um Vergebung. Astaghfirullah, hebt die Himmel zum Ende, steht im letzten Drittel der Nacht auf, bittet Allah um Vergebung dafür. Und drittens, er macht diese Sünde nicht nochmal. Und sollte er sie nochmal machen, muss er wieder Tauba machen, muss er wieder bereuen, wieder um Vergebung bitten und wieder und sich vornehmen, das nicht mehr zu machen. An dieser Stelle möchte ich eine Sache noch sagen. Ein Hadith sinngemäß gegeben, für diejenigen, die Tauba machen. Deswegen, der schlechte Tat macht, der soll nicht sagen: Ich kann nicht. Er soll Allah um Vergebung bitten und sich vornehmen, Abstand davon zu nehmen. Der Prophet sagt, gibt das Beispiel von jemandem, der in der Wüste ist mit seinem Reittier, ja, wo all sein Vermögen, sein Trinken, Essen und so drauf ist, und das geht laufen. Und er versucht das, also er kann das nicht mehr finden, und er setzt sich unter einen Baum, dieser Mann, und ist schon bereit zu sterben. Kannst du dir vorstellen, wir müssen uns vorstellen, du bist jetzt wirklich in der Wüste mit deinem Kamel oder Pferd oder ist egal, jetzt du selber. Und du legst dich schlafen und dein Kamel und Pferd, du bist mitten in der Wüste, 60 Grad im Schatten und dein Kamel ist weg. Mit dem Getränk, alles, du guckst nach rechts, nach links, findest nicht. Du gehst, was ich, ein bisschen suchst.
Da findest du es nicht, dann ist vielleicht da ist da ein Baum, setz dich unter den Baum und du wartest auf deinen Tod. Du wartest auf deinen Tod. So jetzt, du bist schon eingeschlafen und wirst wach und das Kamel steht neben dir oder das Pferd mit dem Gewässer und dem Getränk. Stell dir das mal vor, wie du dich freuen würdest. Du hast schon in deinem Gedanken mit allen Abschied genommen. Meine Eltern, mein Dieser, was willst du machen? Du bist mitten in der Wüste, ich kann das nicht schaffen. 1000 Kilometer bis nach dort oder dort, ja, du wirst versterben da drin. Du hast nichts zu essen, du wirst verdursten. Und dann steht das Kamel neben dir. Wie würdest du dich freuen? Und der Prophet Sallam gibt dieses Beispiel von einem Mann, dem diese Sache passiert ist und sagt, dass Allah sich mehr freut. Mehr Freude über seinen Diener, der Tauba macht und zu ihm zurückkehrt. Allah Akbar, das ist unser Gott. Unser Allah subhanahu wa ta'ala, unser barmherziger Gott. Er freut sich über denjenigen, der Tauba begeht. Und er weiß, dass die Menschen Fehler machen. Aber dein Sinn ist, dass du Allah um Vergebung bittest. Dann sollten wir uns noch eine Sache vor Augen führen. Der Prophet hat einen Hadith gesagt, Yabna Adam, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. O Sohn Adams, solange du mich anrufst und mich bittest, werde ich dir vergeben, was von dir ist, und werde es nicht beachten. Dann sagt er weiter, يبن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرت لي غفرت لك. O Sohn Adams, also das sind Männer und Frauen mit gemeint. Und wenn deine Sünden bis hoch an den Himmel gehen und du bittest mich dann um Vergebung, so werde ich dir vergeben. Dann sagt er weiter, يبن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكراب مغفرة. O Sohn Adams, wenn du zu mir kommst mit so der Menge wie die Erde an Sünden und du triffst mich dann und du hast keinen Schirk gemacht, ich komme dir mit genauso viel Vergebung entgegen. Und bitte Allah für mich und die restlichen Muslime um Vergebung. O Allah, vergib uns unsere Sünden und mach uns zu welchen, die Tauba machen. Mach uns zu denjenigen, die um deine Vergebung bitten, denn du bist der Allvergebende. O Anta Ghafur. O Allah, führe uns den geraden Weg. O Allah, führe uns den geraden Weg und lass uns nicht in die Irre gehen. O Allah, zeige uns die Wahrheit als wahr und hilf uns, sie zu befolgen. Und zeige uns das Falsche als falsch und hilf uns, davon Abstand zu nehmen. O Allah, gib uns Gutes im Diesseits und gib uns Gutes im Jenseits und hüte uns vor der Strafe des Höllenfeuers.